Ich möchte Sie zu Beginn erst einmal mit einem sehr bekannten Zitat konfrontieren, das immer wieder gerne in den Mund genommen wird, hauptsächlich von Politikern. Es heißt, das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein. Ist das Internet überhaupt ein rechtsfreier Raum? Das Internet ist natürlich kein rechtsfreier Raum. Wir erleben täglich, dass tausende Abmahnungen beispielsweise gegen Internetnutzer verfasst werden von Menschen, die der Meinung sind, dass ihr Recht im Internet ja, verletzt worden ist. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass das Internet mittlerweile ein bisschen überregulierter ist als der analoge, normale Raum. Insofern ist es eher so ein Propagandabegriff, der rechtsfreie Raum von Politikern, die sehr gerne noch mehr Befugnisse für Sicherheitsbehörden im Internet haben wollen. Das heißt, der Ruf nach einer Internetverfassung, Netzgesetzbuch ist Ihrer Meinung dann auch total unnötig. Also ich würde mich erstmal freuen, wenn unsere Grundrechte, die uns das Grundgesetz gegeben hat und die das Bundesverfassungsgericht auch immer wieder aktualisiert, wenn die mal im Internet auch so ja, geschützt und erfüllt werden würden. In der Internetgesetzgebung haben wir ja so den Running Gag, dass halt viele Gesetze erstmal zum Bundesverfassungsgericht müssen, wo die dann erstmal auf Grundrechtskonformität überprüft werden und in der Regel werden Grundrechtsverletzungen festgestellt. Also ich würde mir wünschen, wenn Politiker schon bei einer Diskussion und bei einem Gesetzesbeschluss ihre eigenen Handlungen auf Verfassungskonformität überprüfen würden. Das heißt, man braucht weniger eine Internetverfassung als eine Politikerverfassung sozusagen. Also es macht natürlich Sinn, immer wieder aufs Neue unsere Grundrechte ja, der Realität anzupassen. Das Bundesverfassungsgericht hat in den letzten 20, 30 Jahren mehrere neue Rechte definiert, die jetzt auch erstmal mit Leben gefüllt werden sollten. Das eine ist das Recht auf informationelle Selbstbestimmung aus den 80er Jahren und relativ neu ist das Grundrecht auf IT-Integrität, auch IT-Grundrecht genannt. Da ist der Gesetzgeber mal gefragt, dieses vom Bundesverfassungsgericht definierte Grundrecht mal mit Leben zu füllen und mal in aktuellen Gesetzesentwürfen auch so unterzubringen. Ist es nicht momentan sogar eher so, dass das Netz die Politik kontrolliert als umgekehrt? Also ich Beispiel WikiLeaks natürlich, jetzt aber auch der Fall von Gutenberg, wo eben im Internet die ganzen Plagiatsstellen minutiös aufgeführt werden. Muss sich denn die Politik nicht irgendwie, ja, müssen nicht ein bisschen den Ball flach halten quasi? Es wäre schön, wenn das Netz die Politik wirklich kontrollieren könnte. Dafür fehlen noch verschiedene Rahmenbedingungen, wie ein besseres Informationsfreiheitsgesetz zum Beispiel oder liberalerer Umgang mit offenen Daten unserer Verwaltungen. Aber ich glaube schon, dass quasi das Netz oder wir Bürger mit dem Netz als fünfte Macht im Staate Aufgaben mit übernehmen, die vormals die vierte Macht, die Presse, erledigt hat. Und wir alle kennen die Missstände im Journalismus. Es gibt immer weniger Ressourcen. Man hat immer weniger Möglichkeiten, quasi ja, den Staat zu kontrollieren. Und auf einmal gibt es im Netz Plattformen wie WikiLeaks, wie das Gutenplug-Wiki oder wie unzählige Blogs oder die Wikipedia, wo Menschen sich zusammenschließen und tatsächlich diese Aufgabe als fünfte Gewalt übernehmen. Ist das aber auch Ihrer Meinung nach wahrscheinlich doch so ein Alarmsignal für die Politik gewesen, sich jetzt doch ein bisschen mehr mit dem Thema zu beschäftigen? Oder ist sowas wie Enquete-Kommission und Kommission und Internetminister, ist das alles mehr Pose als das, was dahinter steckt? Also die deutsche Bundesregierung und die deutsche Politik generell hat das Internet einfach mehr als 10 Jahre verschlafen. Also eine wirkliche Netzpolitik ist im letzten Jahrzehnt nicht gemacht worden. Das waren alles nur Wirtschaftsförderungsprojekte und ein paar ja, Leuchtturmprojekte, die in der Regel in die Hose gegangen sind. Und erst jetzt seit 1 oder 2 Jahren hat die Politik verstanden, dass das Internet nicht mehr weggeht, dass das Internet immer relevanter wird. Immer mehr Politiker haben das Internet selbst in der Hosentasche in Form von Smartphones oder neuerdings Tablet-Computern. Und insofern ist überall die Erkenntnis angekommen, das geht nicht mehr weg, wir müssen jetzt irgendwas damit anfangen. Und das ist eigentlich erstmal gut so. Schlecht ist, dass man das irgendwie 10 Jahre lang vertrödelt hat.
ich spiele den Ball jetzt mal an Sie weiter. Wie wichtig ist die Arbeit der Enquete-Kommission? Also die Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag zur Internet- und digitale Gesellschaft arbeitet schon fast ein Jahr und soll noch weitere 1 bis 1,5 Jahre arbeiten und dann einen Abschlussbericht vorlegen. Ob der Abschlussbericht dann irgendwie politisch relevant ist, wird die Zukunft zeigen. Ich mache mir da immer ein bisschen Sorgen, wenn ich mir eine frühere Enquete zum Thema Internet anschaue, die Mitte der 90er Jahre 3 Jahre lang die digitale Gesellschaft erforscht hat. Danach ist so gut wie keine Handlungsempfehlung dieser Enquete in die politische Realität übernommen worden. Aber ich glaube trotzdem, dass diese Enquete-Kommission ein guter Ort ist, um mal fraktionsübergreifend und auch mit Experten über verschiedene Themen zu diskutieren, diese zu reflektieren und generell mal eine netzpolitische Debatte überhaupt im Bundestag zu haben. Das hat ja all die Jahre vorher, seitdem das Internet da ist, eigentlich gefehlt. Genau, um das nochmal aufzugreifen, Sie sagen ja, die Bundesregierung hat das Thema 10 Jahre verschlafen. Jetzt geriert sich Thomas de Maizière so ein bisschen als Internetminister. Wie schätzen Sie das ein? Hat er da tatsächlich eine andere Kompetenz als Schäuble oder hat er da auch andere, ist er da ein bisschen offener? Also Thomas de Maizière ist vom Charakter schon ein bisschen offener als Wolfgang Schäuble, obwohl ich Wolfgang Schäuble nie persönlich getroffen habe. Aber ich glaube generell, die Konstruktion, dass der Innenminister gleichzeitig Internetminister ist, ist ein Fehler. Und hier bräuchten wir eigentlich mal einen neuen Ansatz. Das muss nicht unbedingt sofort ein Internetminister sein, der losgelöst ist als Querschnittsministerium, wie wir es vor 30 Jahren auch mit dem Umweltministerium bekommen haben. Das kann auch erstmal ein Staatsminister sein. Wir haben zum Beispiel die skurrile Situation, dass wir einen Staatsminister für Kultur und Medien haben. Ein ziemlich alter Mann, der immer nur wirres Zeug über das Internet redet in seinen ganzen Vorträgen, der eigentlich eine sehr internetfeindliche Politik vertritt und ich fände schon ganz gut, wenn wir halt im Kanzleramt dann neben diesem alten, wirren Mann auch mal irgendwie einen jungen, progressiven Internetminister hätten, der ja mal das Internet positiv erwähnt und nicht nur als Hort allen Übles in jeder Rede darstellt. Das war eine ganz schöne Antrittsrede. Ja, ich habe keinen Bock auf Berufspolitik.